So, hier kommt dann Redwisch. Ortsteil Redwischdorf, Kreis Stormarn. Mit dem Baugebiet, das wollen wir auch mal bekommen. Hier ist natürlich noch 50 und da ist auch gerne, wird aber gerne geblitzt. Jetzt wollen wir gucken, ne? Es ist, baut sich an eine Halle. Da ist nach vorne noch was Platz. Ne? Ja, ist der. Da hinten die Kirche, können wir auch hingehen. Oh, viele gehen da gar nicht mehr hin. Die gehen dann irgendwie in die Moschee. Und das ist auch gut so und das soll so bleiben. Man kann auch zum Beispiel in Oldesloe in die Moschee gehen. Da ja, Turmstraße ist sie, glaube ich. Was ist das? Tag, hier, da ist ein Hund. Warte. Ja, moin, moin. Allerseits. Ja, ich habe meinen Köder auch mit. Er freut sich immer, wenn er einen anderen sieht. Das ist ja auch genauso wie bei mir. Ich freue mich auch immer, wenn ich einen Norddeutschen sehe, wenn ich außerhalb bin. Und dieser hier, dieser Hund, der stammt aus Ostfriesland. Ist eigentlich aber ein Engländer, Jack Russell. Aber trotzdem ist er aufgewachsen in Ostfriesland und immer wenn er einen Ostfriesen sieht, dann freut er sich. Ostfriesischen Hund meine ich natürlich. Nein. Er kann auch, er ist dressiert, er kann immer, wenn er quiekt und kreischt oder bellt, dann der kann die Reisepässe kontrollieren. Also er kann schon gleich merken, wo fehlt der Stempel im Reisepass. Und so. Das hat er irgendwie einen Sinn für und er bellt er dann. Wenn irgendwas nicht stimmt, woran er das merkt, das weiß ich nicht, das müssen wir mal rausfinden. Aber es kann sein, dass wir dann öfter noch mal bellen auf dieser Tour, auf dieser Reise. Wir machen ja Reiseberichte und heute mal wieder Ahrensfelde. Nein, Redwisch und Oldesloe zusammen, hier über die Autobahn. Es ist der 10. Dezember 2015. Heute wollen wir mal eine ganz neue Strecke ausprobieren, also die war schon seit längerem gesperrt. Bin ich früher gerne gefahren und habe jetzt mal letztens mal wieder ausprobiert. Es ist freigeschaltet, Industriestraße und dann da hinten da an dem Horst-Wessel-Gymnasium längs, so hieß es früher. Und dann fahren wir hier mal eine andere Strecke. Ich zeige euch das mal. Meine Mutter hat mir das erzählt. Die war früher in Oldesloe öfter und zwar nicht in dieser Schule, aber dann wurde sie hier ausgebombt und sozusagen. Und dann entsprechend umgezogen, alles überlebt. Umgezogen auf Land, nicht mehr in Oldesloe. Früher waren die Engländer hier, Bombenangriffe, Tiefflieger. Konnte auch nicht unbedingt hier mal so längs laufen. Man musste sich immer ab und zu mal hinter den Knick verstecken, weil die Engländer kamen. Die haben auf alles geschossen. Mit den Maschinenkanonen. Immer gleich 20 mm oder was sie hatten. Zollkaliber. Ist die Pillendreherfabrik Aspen. Wir fahren jetzt auch links rum.
Minimax ist da auch und da fährt schon noch ein Minimax. Wir fahren hier gleich durch eine sogenannte MOA. Eine MOA ist eine Muslim Overtaken Area. Und das ist alles ganz friedlich, das geht ganz locker ab. So nennt man einen Bereich, wo die Gesetzgebung nichts mehr zu sagen hat. Die landesübliche Gesetzgebung. Und dann geht dann eben die Scharia. Ne? In einer Muslim Overtaken Area. Hier noch nicht, aber da hinten. Ne? Bahnhofsgebiet. Das ist vielerorts so. Das ist zum Beispiel in Mannheim, in Hanau ist es so. Das ist ganz normal, ganz normale Entwicklung. Und wir wollen diese begleiten, diese Entwicklung. Rechts wie links. Morgen. Ja, das ist so die Arbeitszeit. Ein bisschen nach 9. Hier Getränke Hoffmann, da war früher ein Raiffeisenmarkt drin, das wissen die wenigsten. Hier Lidl kann man einkaufen abends. Da hat man natürlich dann auch die Eindrücke, von denen ich dann schon ansatzweise berichte. Muss man abends mal einkaufen gehen. Ist interessant. Ja, moin. Hier rechts Hochhäuser, Wolkenkratzer. Da sagt man in der Ukraine Kaninchenstelle zu. Das finde ich persönlich nicht so passend, aber das sagt man eben. Aber hier ist ja nicht die Ukraine. Dann mit Entertainment, da gibt es ein Spielcasino hier. Moin. Es ist vielleicht noch ein bisschen früh und ein bisschen kalt, es ist 7 Grad. Das hier ist im Prinzip die Muslim Overtaken Area. Es geht so schleichend, aber das ist auch in Ordnung. Da Hochhäuser, links auch noch mehr. In 24 Jahren will ich ja selber Muslim werden. Das ist ein Strich 8er, ne? Heckflosse. Genau, kenne ich mich da nicht mit aus. Links ein zweifaches Mal Moin. Dann die Fahrradfahrer, dann ein Salam Aleikum. Hier nochmal zweimal. Einmal Moin, einmal Salam Aleikum. Hier nochmal Moin. Ne, Salam Aleikum. Ja, das habe ich gelernt, das ist Arabisch. Muss man unbedingt können, wenn man nach Oldeso kommt. Rechts einmal Salam Aleikum. Alles neu gemacht, jetzt können wir auch vernünftig fahren. Liebe ist hier. Sowas haben die wenigsten. Sowas, richtig Liebe und sowas. Das ist ja auch heute nicht mehr so üblich. Hier ist aber kein Fußüberweg. Nein, ich halte das mal nicht an. Und noch einmal Salam Aleikum. Ein Mann mit dem Pelzkragen. So, jetzt können wir mal hier oder da. Wir fahren hier rechts. Krankenhaus ist rechts. Können wir da reinfahren. Das ist die Asklepios Klinik. Da war ich letztes Mal. Da kommen wir auch gut. Mittagessen. 5,25 Euro kostet das. Für Nicht-Angestellte. Rechts einmal Salam Aleikum. Und für Angestellte kostet es nur 3,20. Links einmal Moin Moin. Hier ist es natürlich aufgrund der Verkehrssituation 30 ein bisschen lahm. Aber trotzdem ist die kürzeste Strecke da Richtung Industriegebiet Rögen. Oldeso hat natürlich mehr Industriegebiete, hier wird noch ein sauber gemacht und gut, dass wir das dokumentieren und wir sagen, ein fröhliches Schaffen an die ganze Mannschaft. So, das ist hier das Gymnasium. Früher hieß es Horst-Wessel-Gymnasium oder Oberschule, je nachdem.
hat mir jedenfalls meine Mutter berichtet und dann wird das wohl stimmen. Kann man ja mal überprüfen, ob es so ist. Das war ein Komponist. Jetzt heißt es Theodor Mommsen, ne? Theodor Mommsen Schule. Ist ein bisschen herabgestuft. Jetzt ist es nur noch eine Schule. Keine Oberschule mehr. Ha? Und links einmal Bambani Apatakati, die Frau mit dem Kinderwagen. Rechts einmal Mamoi. Ja. Nochmal. Die wenigsten wissen es. Ich kann natürlich auch südafrikanisch. Und Bambani Apatakati, was ich da manchmal sage, zur Begrüßung, das ist die Sprache der Zulu-Hottentot in Südafrika. Und heißt so viel wie Guten Tag, hallo, wie viele Löwen hast du heute schon gefangen? Ist wohl nur eine Floskel, aber was soll's. Rechts an die beiden da im Zweifel ist mal Moin oder was sagt man? Hippie Hippie oder sowas. Kann's auch haben. Moin Moin glaube ich nicht, nur Hippie Hippie, ne? Ja, ich kann nur nicht alle Slangs und so, das kann ich auch nicht. Aber ich bemühe mich wenigstens. Ja, hier auch noch. Sozusagen Wohnblocks. Bad Oldesloe hat sich als Kurstadt so herausgeputzt mit ihren Wohnblocks, dass man den Kurfaktor gar nicht mehr so erkennt. Aber was sollen sie machen? Das ist eine Kreisstadt. Kreis Stormann. Das ist Schmechel. Habe ich schon oft von gehört. Reisepass. Übrigens, mein Hund hat jetzt einen Reisepass. Oder sozusagen einen Gesundheitspass, europäisch, ein Jahr gültig. Es ist ja nicht so, dass er ohne Reisepässe oder ohne Gesundheitspass hier nach Oldesloe kommt. Das ist nicht bei jedem so. Und zwar habe ich da hinten da bei dem Tierdoktor oder der Dame da, habe ich den behandeln lassen. Das war gar nicht mal so billig. Allerhand Tabletten noch und sowas. Gegen Ungeziefer. Müsste man eigentlich mal ins Oldesloher Trinkwasser tun. Dann geht das Ungeziefer komplett weg. Aber das überlasse ich jedem selber. Da wird ja schon sowieso was zugemischt, und zwar Chlor wahrscheinlich. Bei uns jedenfalls wird das zugemischt. Gegen Bakterien und sowas nehmen sie dann gerne Chlor. Aber so eine Hundeflohtablette, ich weiß nicht. Ne, vielleicht ist doch nicht das Richtige. So, jetzt haben wir da hier Harko links. Und da hinten kommt dann die, wie heißt das, Sandweg oder wie das heißt. Was ist das denn bei so einem Hundefutterfritzen? Da haben sie denn sich eingemietet mit der Praxis? Indien. Das wäre es.